Jens Spahn. Zuerst hat Ministerpräsident Armin Laschet das Wort. Ja, der verdoppelt hat. In der jetzigen Lage sehe ich keine Notwendigkeit zu einer Verpflichtung, nehme aber eben wahr eine Bereitschaft zu Solidarität, um eben andere vor einer Infektion zu schützen. Und das ist dann ein gutes Signal. Und wenn es gesellschaftlich sich entwickelt, dass jeder den anderen auch schützen will, dann ist das in Ordnung. Eine Pflicht sehe ich nicht. Wir müssen mit allen Maßnahmen strikt weiter daran arbeiten. Bund und Land arbeiten daran, dass wir die Schutzmaterialien so schnell wie möglich bekommen. Es gibt jetzt vielversprechende Signale, auch von Produzenten im Inland, die jetzt mitwirken, sodass man nicht alleine auf den Weltmarkt angewiesen ist, sondern aus eigener Kraft das in den nächsten Tagen schaffen kann. Denn das ist das Allerwichtigste für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, dass sie bestmöglich geschützt sind. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass nicht auch wir in schwierige Zeiten kommen. Eine Garantie gibt es dafür nicht. Aber es zeigt eben, es gibt Zuversicht, dass wir uns bestmöglich auch tatsächlich vorbereitet haben und vorbereiten.